Innovation der Chiptechnik, das ist auch in diesem Jahr das Thema beim Mikrosystemtechnik-Kongress in Karlsruhe. Und auch der Nachwuchs ist mit dabei. Im Rahmen des Invent-in-Chip-Wettbewerbs werden 4 junge Erfinderteams für ihre Projekte ausgezeichnet. Ich bin Caroline. Ich bin Christoph. Unser Projekt ist das School Auxiliary System. Die Idee der beiden Schüler, eine intelligente Schultasche dank eingebautem Chip. Dieser kontrolliert, dass beim Packen auch nichts vergessen wird. Der Chip kennt den Stundenplan, kennt die Bücher und gibt dann an, welches Buch gepackt werden muss. Sicherer Fahrradfahren, das ist das Ziel der nächsten Erfindung. Mein Name ist Max und mein Projekt ist das sichere und intelligente Fahrrad. Ein eingebauter Chip misst den Abstand zwischen Fahrrad und Gefahrenquelle. Im Notfall wird der Radfahrer gewarnt. Ein Modell für die Zukunft? Ich habe ein Patent angemeldet, also vielleicht würde ich es so selbst produzieren lassen oder das Patent halt verkaufen. Aber definitiv möchte ich das System erweitern. Mein Name ist Olaf und mein Projekt ist die intelligente Kleidung. Olaf hat mit seiner Idee eine Mode-Zukunftsvision geschaffen. Sensoren, die in der Kleidung eingenäht sind, ermitteln die Einflüsse innerhalb und außerhalb des Pullis oder der Jacke. Mithilfe der ausgewerteten Daten reagiert die Kleidung selbstständig und steuert über intelligente Poren die Luftzirkulation. Grob gesagt, wenn die Temperatur hoch ist, zu hoch ist für den Verwender, dann geht die Pore auf und wenn es zu kalt ist, dann schließt sich die Pore wieder. Ich bin Franziska. Ich bin Bianca. Und ich bin Sarah. Und unser Projekt ist Active H2O. Viele Menschen trinken zu wenig und deswegen wollten wir einen Trinkerinnerungschip bauen. Der ist dann in Form eines Armbands, der dann vibriert alle 2 Stunden, um einen daran zu erinnern, wieder etwas zu sich zu nehmen. 6 Monate harte Arbeit und Erfindergeist liegen hinter den 4 Teams. Dank ihres Durchhaltevermögens und ihrer innovativen Ideen konnten sie sich gegen mehr als 2.500 Mitbewerber durchsetzen. Sie sind die diesjährigen Preisträger des Invent-a-Chip-Wettbewerbs. Also am Anfang war es schon ziemlich schwer, weil es war alles neu und wir hatten noch gar keine Ahnung, aber man arbeitet sich da schon rein. Also ich finde die Elektrotechnik sehr spannend und auch wirklich sehr interessant. Ich würde in dem Bereich auf jeden Fall gerne noch in der Zukunft was machen. Es ist ein schönes Gefühl, aber es ist auch ein bisschen traurig, dass es alles jetzt vorbei ist. Es war super, es war eine klasse Erfahrung und natürlich mit so einer Auszeichnung dann noch geehrt zu werden, das kann man nicht erklären.